Yo Leute, was geht und nochmal herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und heute gibt es mal wieder ein Squad Builder Battle. Ihr habt das letzte gut abgefeiert. Ich habe euch gesagt, wenn ihr die Squad Builder Battles gut abfeiert, dann können wir die vielleicht mal wieder so reaktivieren, dass wir die jeden Sonntag bringen. Und deshalb probieren wir es mal wieder. Ja, heute ist mit dabei der gute Benji. Servus. Was geht ab, Senoritos und Senoratas? Okay. Ja, ja, der gute Benji ist mit am Start. Und wie gesagt, ja, vielleicht, wenn ihr Bock habt, wöchentliche Squad-Battles mal wieder so back to the roots. Falls ihr da eskaliert, Benji, was meinst du, was für Däumchen, was können wir schaffen, sag mal. Also, jetzt mal allen Spaß beiseite. 25.000. Für wöchentliche Squad-Builder-Battle. Also, wenn Alter. Die das machen, wenn die 25.000 schaffen, dann werde ich auf meinem Kanal in einem Video dich grüßen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, Jungs, wir starten auf jeden Fall rein. Bei Benji haben wir natürlich auch eine Folge aufgenommen. Hier geht's heute um den guten Inform Coutinho, der auch in der Champions League jetzt, wo wir das aufnehmen, gestern komplett gegen den Strich rasiert hat. Aber ultra. Das ging ja gut ab hier. Problem ist bei dem Brown nur wieder, warum spielt er immer links außen? Why are you always lying? Also solange wir Stimmen in Deutschland haben wie deine, da müssen wir uns nicht wundern, dass die Geburtenrate sinkt. Welche Formation spielst du? Ich spiele 4-3-3 die vierte und du? 4-2-3-1 die zweite! Würde ich sagen, Jungs, starten wir rein mit den ersten drei Positionen. Und Benji, du darfst als erstes hochhalten. Bei mir kommt jetzt der Stürmer, der rechts außen und der ZOM. Ja, leg los. Ist nicht einfach, also ist halt... Random. Ja, ich habe mir auch was Cooles überlegt, muss ich sagen. Oh. Ich spiele im Sturm eine neue SBC-Karte, und zwar den guten Cavani. Dem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Weil der so gut ist. Im rechten Flügel spiele ich Thauvin in Form. Nicht Team of the Season von letztem Jahr, wie jeden Showdown. wie jedes Battle. Und ZOM Pastore in Form. Ja, da habe ich komplett ins Klo gegriffen mit Dembélé, Suarez und Asensio. Nice! Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Ja, dann halte ich mal rein. Alles klar. Geht doch gut los hier, super geil. Ich gehe auch mal nicht von aus, dass du meins hast, aber wer weiß. Ich starte mit dem Stürmer, dort hätte ich gerne einen deiner Lieblingsspieler. Und zwar Timo Werner. Auf die 10 stelle ich einen Lars Stindl. Mit seiner MS-Karte, das denke ich mal in Ordnung, wenn ich ihn auf die 10 stelle, ne? Und rechts kommt, ich bleib stabil wie Bellarabi. Ich hab William Firmino und Achla Ellie. Achla Ellie, alhamdulillah, nice. Fuck, ja, dann machen wir ZM, also die beiden ZMs bzw. ZTMs, let's go. Okay. So, Freunde, dann kommen wir zu den beiden Mittelfeldspielern bei uns beiden. Und ich würde sagen, der gute Benji darf als erstes reinhalten. Ja, meine Freunde, ich starte mit dem... Achso, ich muss ja Reinhardt. Scheiße. Hast du? Ja. Okay, ich spiele links den guten, alten Giorgino Wijnaldum, wenn man den so ausspricht. Keine Ahnung. Wijnaldum. Ich hoffe, du hast den nicht. Und rechts spiele ich mal wieder eine schöne rote Food Champions Karte, und zwar Luis Gustavo. Ja, kannst du beide nehmen, weil ich hab Lallana und Seri aufgeschrieben. Nice, finde ich gut. Nicht, okay, so. Finde ich gut. Wir haben's drin. Ja, meine Freunde. Wir starten mit meinem linken ZDM. Und dort hätte ich gerne... gute Frage, nächste Frage. Lass mich kurz überlegen. Er fängt mit W an und heißt Giorgio Wijnaldum. Bro. Und rechts hätte ich gerne Sammy Khedira. Ich hab Gündogan und Emre Can. Nice. Fuck, Alter, noch kein Snipe, aber bei der Außenverteidiger wird sich das ändern. Okay. Okay, dann kommen wir jetzt schon langsam zur heißen Phase. Es geht zu den Außenverteidigern und der gute Benji darf reinhalten. Ich hol mal schnell mein Schild rein, da haben wir's. Okay. Ich spiele in der rechten Verteidigung den guten alten. Wow, falsche Karte. Warte. Guten alten? Oh, was? Richtig falsch. Ja, komm, mach erstmal. Danilo.
und links. Auf Ehrenbruderbasis. Ich hoffe, es wird nicht bestraft. Cola Ginaz! Von Arnold habe ich aufgeschrieben und rechts Raphael. Ja! Let's go, Mann! Geht doch. Sehr schön. Halt dich rein. Karte. Ja, gut. Ich nehme Außenverteidiger. Dort starte ich mit der linken Seite. Auf Ehrenbruderbasis hätte ich gerne Roberto Carlos Prime Icon. Ach, der ist Brasilianer, fuck! Und rechts einen Spieler, den du häufig aufschreibst, ich heute mal nehme, Dennis Diekmeier. Ich hab Lichtsteiner und Alberto Moreno. Ja! Alter, ist so ein richtiger No-Snipe-Showdown, ey. Battle. Wir machen Innenverteidiger, let's go. Oh, und Torwart. Okay, dann kommen wir zu den Innenverteidigern. Ich hab lange überlegt, Alter, ob du wirklich voll Premier League da hinten machst, aber dir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Das ist die Sache. Oder du nimmst eine Ikone. Wer weiß. Leg los. Ich spiele in der linken Innenverteidigung Christensen. Verlierst freiwillig? In der rechten Innenverteidigung spiele ich John Stones. Du verlierst freiwillig? Und im Tor spiele ich den guten alten, völlig overpowerten Oldtime Asmir Begovic. Ja! Begovic darf sich verpissen! Rassestürmer in das Tor! In das Tor! In das Tor! Nein! Oldtime Asmir! Nein. You got no keeper! Let's go! Tötet mich! Ja! Tötet mich! When I snipe your player, you men were ducking! Ah, hör mal, das ist. Hat der Snipe-König wieder zugeschlagen, Kinder? Hör mal, da hab ich aber wieder einen rausgeholt, das könnt ihr mal glauben. Jetzt ja, das hier bin ich, das sag ich euch. Aber der Broski, der wird gut hinten rönscheln, aber ich habe hier Longshots, ne? Der Roberto, der wird da einen reinmachen, das sag ich euch. Oh, Alter, wenn du mir jetzt was wegsnipst, dann hasse ich mein Leben. Sag, ich hab's drin. Linker Innenverteidiger. Fuck, Alter. Den hast du. De Vries. Rechter Innenverteidiger. Benatia Hero als Foot Champions Karte. Und ins Tor. Da muss ich mich gerade umentscheiden. Dann kommt Konsigi rein. Ich hab Van Dijk, Hövedes und Forster. Ja! Ich wollte Handanovic nehmen, aber den habe ich ja nicht mehr. Fuck. Ja! Ja! Fuck. Ja! Fuck. Ja, dann gehen wir rein ins Game. Wird geil. Wir gehen rein, wir gewinnen und der Beste, der wird gewinnen. Let's go. Alter, sieht schon geil aus mit drei, mit vier roten Karten. Ja. Und einer bronzenen. Berto. Nein. Oh, lol. Hey. Ey, Roberto ist so geil, wenn man den richtig lernt zu spielen, macht der so Spaß, weil der kann, mit dem kann man auch so viel laufen. Ja, kein Foul! Das ist niemals ein Foul! Das ist niemals ein Foul! Wenn er das aber pfeift, muss er auch rot geben eigentlich. BTF? Also ich meine, es war ja dein letzter Mann, wenn er das schon foult. Aber ich spiel doch nur den Ball! Glitche. Ja, war's auch. Junge, lächerlich! Eine Ding went quack, quack, quack. Nein! Und dann Asni. You got the bumpy. Nice! Komm, Pastore! Let's go! Geht doch, Mann. Schöner Alter. Anstoß-Scheiß da, ey. Geh doch zum Ball! Du Pfeife, Alter! Hey! Reicht los? Ja. Nein.
Roberto Carlos mit rechts. Ich fass es nicht. Ja, sein Fall sie am Tor von Khediras Rache. Eins schöner als das andere. Wieder 1A mit 37 Wins herausgespielt. Khediras Rache ist da. Kavan! Bin ich rein? Komm, Cavani. Oh! Ist aber auch echt gut, muss ich sagen. Komm! 2-2. Geht doch. Nein. Und Khedira ist heute der Torscorer aus dem Business. Let's go. Was passiert denn hier für Gammeltore, Mann? Eins bringen wir doch wenigstens andere, so hässliche Longshots, aber doch nicht sowas. Bitte nicht noch ein Anschlusstor. Wenn ich auch wieder so einen Pass wie hier gerade sehe. Oh, ich glaube, das ist rot. Bitte. Ich glaube, das ist rot. Ich bitte drum. Ja. Ja! Scheiße. War gar nicht offensichtlich. Ach, Foul von mir! Sonst noch ein Wunsch, EA, Alter, Saftladen! Wirklich, dann rennt er noch raus wie so ein Störter. Was ist falsch in meinem Controller, dass ich keine Pässe spielen kann? Ich blick's nicht! Mann! Also an sich mag ich es ja FIFA, aber es ist so schlecht voller Bugs. Komm! Spiel. Ja! Das könnte so gut sein, das ist so schlecht. Let's go, Mann! Guck mal, ich spiel. Da steht doch einer davor, warum soll ich zu dem dahinter spielen? Das ist wieder so ein Punkt, den ich nicht verstehe einfach. Ich verstehe es einfach nicht. Komm! Ich würde so gerne! Hey, aua, aua, aua! Cavani, bitte! Let's go, Mann, Junge! Edinson! My man, Mann! Was eine geile Kirsche, ey! So froh, diese Woche kein FIFA spielen zu müssen, weil ich so an Anfällen sterben würde. Ich würde verrecken. Ich würde verrecken. Nein. Mann. Ja. Let's go. Ja. Guck's dir an, Alter. Das Spiel ist von dummen Hurensöhnen für dumme Hurensöhne. Nein. Nein! Ja! Ich sterbe lieber, als dieses Spiel weiter zu spielen, Mann! Ich verrecke lieber! Wie Kind! Let's go, Kolasinac! Freistoß! Vorbei! Mann! Wirklich kein Bock mehr, Alter! Meine Fresse! Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ja, komm, mach. Einen darf ich? Ja. Einen darf ich. Ich hätte gern den rechten ZDM. Ja gut, dann sind wir durch für heute. War wie immer eine schöne Aufnahme mit dem Benji. Ich würde sagen, wir sind raus. Hau da rein, Benji hat die letzten Unfassbar, Worte. Unfassbar, Alter, wirklich. Wenn ich dieses Spiel noch weiter spiele, werden meine Hände abfallen. Wirklich. Ich weiß es nicht, wieso ich... Das ist doch nicht normal, jetzt mal im Ernst, dass ich keinen Pass gerade ausspielen kann. Es ist es nicht. Gott.